Schön, dass Sie dran sind und wunderschönen guten Abend bei Talk of Town. Grenzwertig aus dem Leben eines Doping-Dealers. Dieses Buch sorgt derzeit in der Sportwelt, aber auch darüber hinaus für Aufsehen. Es ist sozusagen ein öffentliches Geständnis. Die Autobiografie Stefan Matschiners, und glaubt man dem ehemaligen Leistungssportler und Sportmanager, dann gibt's keinen Spitzensport ohne Doping. Ob das wahr ist und wie man sich die Welt des Spitzensportes hinter den Kulissen vorstellen kann, darüber diskutiere ich heute mit diesen Gästen. Stefan Matschiner, ehemaliger Sportmanager von Radprofi Bernhard Kohl und Ex-Doping-Dealer. Und Hans Holthaus, Österreichs bekanntester Leistungsdiagnostiker, Leiter des Instituts für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung und Mitglied der Ethikkommission der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Herr Matschiner, gelinde ausgedrückt war 2010 ein sehr bewegtes Jahr für Sie. Sie waren sozusagen einer der ersten Fälle der Sonderkommission Doping, damals gemeinsam mit Ihrem ehemaligen Schützling Bernhard Kohl. Sie sind auch im Oktober zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden wegen Weitergabe von Dopingmitteln. Trotzdem, ich habe in das Buch reingelesen, wir haben einiges davon durchgelesen, hat man nicht den Eindruck, dass Ihnen irgendwas leid täte. Nein, es tut mir auch nicht leid. Es war ja auch meine freie eigene Entscheidung, das zu machen, was ich getan habe, Teil dieses Systems zu sein. Wenn ich wieder an so mancher Weggabelung stehen würde, würde ich nicht mehr so zielsicher die falsche Abzweigung nehmen. Ich würde mich mit dem Wissen, das ich heute habe, anders entscheiden und andere Wege gehen. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, alles, was ich getan habe, war schlecht und ich bereue alles, das ist also nicht so. Und darum auch meine Aussage, ich bereue nichts. Sie sagen, Sie haben sich entschieden, Teil des Systems zu sein. Also ist das ein System, in dem Sie drinnen waren und nicht nur Einzelfälle einzelner Dopingsünder? Man muss sich das System Spitzensport oder Hochleistungssport so vorstellen. Das ist also die Spitze der Pyramide, ist völlig getrennt zu sehen vom Freizeit- und Leistungssport. Das ist dieser geschlossene Kreis, der uns tagtäglich im Fernsehen als Show verkauft wird. Und in diesem Bereich des Spitzensports gibt es auch wiederum einen kleinen Teil, der eben von Doping dominiert wird. Und das meine ich mit Teil des Systems. Das heißt, man kann sehr wohl es ganz an die Spitze schaffen, ohne zu illegalen Substanzen zu greifen. Ist das möglich aus Ihrer Sicht? Es gibt Sportarten, wo es völlig auszuschließen ist, dass man an die wirkliche Spitze kommt ohne Dopingmittel. Es gibt aber auch andere Sportarten, also wo es möglich sein könnte. Ausgeschlossen, da würde ich jetzt mal als Sport-Outsiderin raten, Radfahren. Kann man fast nicht schaffen an die Spitze, wenn man nicht dopt. Ich kenne einen Radfahrer, der es schafft seit vielen, vielen Jahren. Er ist einmal mit Cortison gefahren, damals vom Arzt verordnet, also legales Doping sozusagen, der aber bis zum heutigen Tag in seiner Karriere gesagt hat, nein, ich nehme keine Dopingmittel. Mhm. Er fährt trotzdem Tour de France, gewinnt halt nichts. Er ist ein Helfer, kommt in der Gesamtwertung um Platz 100 ins Ziel, kann auf verschiedensten Bergetappen, weil er ein sehr guter Bergfahrer ist, seinem Kapitän helfen. Bei der Hälfte des Berges sind seine Kräfte vorbei. Das ist durchaus ohne Doping möglich, das gibt es. Mhm. Aber wenn Sie das Beispiel Radsport ansprechen, ist es praktisch nicht möglich, einzelne Etappen oder gar die Gesamtwertung oder einzelne Trikots ohne Doping zu gewinnen, in der heutigen Situation. Muss man sich das endlich eingestehen, dass wenn man sich Spitzenleistungen im Fernsehen von Sportlern anschaut, wie etwa die Tour de France, das ist ja für den Körper wirklich eine monströse Aufgabe. Man kann sich als Normalverbraucherin gar nicht vorstellen, wie man auch nur im Ansatz so schnell regenerieren könnte, so oft aufs Rad zu steigen und so lang solche Etappen zu fahren. Muss man da mal ehrlich sein und sagen, da muss man nachhelfen, um das schaffen zu können an der Spitze? Also, dass die Tour de France einmal grundsätzlich grenzwertig ist, auch aus der Sicht der Veranstaltung, ist keine Frage. Das wurde auch schon seit vielen Jahren diskutiert und man hat auch immer wieder entsprechende Appelle an die Veranstalter gesetzt, dass man sich über die Länge der Etappen und dergleichen schon einmal Gedanken machen sollte. Leider bis jetzt nicht erfolgreich. Nur, ich kann mich so der Meinung des Herrn Matschiner nicht anschließen, dass man daraus sofort den Schluss zieht, dass daher alle
die an der Tour de France teilnehmen und auch erfolgreich sind, automatisch auch getoppt sein müssen. Naja, die Plätze 1 bis 5 vielleicht. Also nicht einmal das würde ich in dieser Form akzeptieren. Erstens einmal muss man sich schon im Klaren sein, getoppt ist dann ein Sportler, wenn man es auch nachgewiesen hat. Das kann man natürlich sehr gerne behaupten, das wird ja auch permanent getan. Naja, man erwischt nicht alle, denn die Methoden sind viel ausgefeilter geworden und, was sicher auch richtig ist. Nur daraus wiederum den Schluss zu ziehen, dass dann trotzdem alle getoppt haben, das ist einfach unfair. Und das sollte man auch nicht tun. Aber im Falle der Tour de France liegt es ja ziemlich klar auf der Hand, dass die Sieger der letzten 15 Jahre alle irgendwann über ein Dopingproblem gestolpert sind. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie ununterbrochen dopen. Wenn man die Tour de France nimmt, wenn man das Peloton zum Beispiel, wie man sie bei den Fernsehaufnahmen immer wieder sieht, vom Hubschrauber aus beobachtet, dann wird man sehen, dass also mitten in dem Peloton Leute drinnen sind, die fahren einen Schnitt von 50 und der bewegt sich gar nicht, der tritt nicht einmal. Weil das also im Windschatten einfach eine völlig andere Situation ist. Wir haben selbst mit den Radfahrern vor vielen Jahren eine Untersuchung gemacht. Aber Sie glauben wirklich, dass selbst bei denen, die schon des Dopings überführt wurden bei Tour de France-Siegern, dass das einfach Pech war, dass das eine Mal, wo die gedopt waren, sie erwischt worden sind? Nicht Pech. Nein. Also die Pechtheorie, die vertrete ich überhaupt nicht. Nur grundsätzlich daraus zu schließen, wenn ich heute erwischt werde beim Schnellfahren, beim Autofahren, heißt es, dass ich ununterbrochen schnell fahre? Heißt es, dass ich immer nur über der Höchstgeschwindigkeit unterwegs bin? Versuchen wir das mal zu quantifizieren. Wie viele SportlerInnen würden Sie denn schätzen, dopen regelmäßig? Diese Schätzung ist nicht möglich. Das, was man so hat, sind Zahlen. Die Zahlen, die also derzeit auch von der WADA, von der Weltorganisation so vorgelegt werden, betreffen eine Personengruppe in der Größenordnung von etwa knapp um 1% positive. Insgesamt gesehen. Natürlich gibt es jetzt Sportarten, Radsport gehört dazu, zweifelsohne, wo wir eine Zahl, glaube ich, von 4-5% haben. Aber jedenfalls eine Minderheit, von der wir da reden. Das ist eine Statistik und es gibt also eine Aussage, ich glaube, in einer Statistik, die ich selbst gemacht habe. Also es ist ja ein völliger Schwachsinn. Wenn ich mir die Aussage von Bernhard Kohl, die es am besten trifft, der gesagt hat, ich bin 200 Mal kontrolliert worden, zweimal war ich positiv und die restlichen 198 Male hätte ich eigentlich auch positiv sein sollen, aber sie haben mich nicht erwischt, weil sie hinter den Mitteln hinterher sind und sie können es nicht nachweisen, beziehungsweise die Mittel werden so gering dosiert eingenommen oder zu Zeiten eingenommen, wo es den Dopingfahndern nicht möglich ist, einen positiven Test zu generieren. Sie schreiben ja auch, dass auch ganz offen darüber geredet wird. Also, dass man unter Sportlern sich vielleicht sogar austauscht, dass es ganz viele Mitwisser gibt in natürlich. Dem System. Natürlich. Ich beschreibe diesen geschlossenen Kreis des Hochleistungssports als in sich dann aber doch wiederum offen. Es wird im Peloton diskutiert, aus meiner eigenen Erfahrung, mit Leichtathleten auf internationaler Ebene, mit Konkurrenten teilweise sogar. Bei Männern leichter wie bei Frauen. Man redet über das, was genommen wird, was an der Tagesordnung steht. Nur, ganz klar, in diesem geschlossenen Kreis wird niemals ein Outsider, ein Journalist, ein Dopingjäger Zutritt haben. Mhm. Außer der Dopingjäger arrangiert sich mit dem Sportler, wie wir das ja aus der Vergangenheit immer und immer wieder kennen. Selbst aus der Jüngsten jetzt mit den Handballern, weil sie gerade von der Handballweltmeisterschaft kommen, mit dem Kölner Labor. Also wie gesagt, diese Zahl zu nehmen, ja, ich habe 1% positive Fälle aller Kontrollierten weltweit und darum dopen nur 1%, also das ist eine sehr verkürzte Sicht der Dinge. Ich habe nicht behauptet, dass nur 1% dopen, bei 1% ist es bewiesen. Diese Dunkelziffer, von der immer wieder gesprochen wird, das ist eine reine fiktive Ziffer, da könnte man jede nennen. Der eine sagt 10%, der andere sagt 20%, das könnte eine 90% auch sagen. Kein Mensch hat in irgendeiner Form die Möglichkeit nachzuweisen. Nur, und um das geht es mir eigentlich bei dem Ganzen, der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entsteht, nicht zuletzt aufgrund der für mich doch sehr grenzwertigen Berichterstattung, die zerstörend ist für den österreichischen Sport und generell für den Sport, macht den Eindruck, dass heute Spitzensport ohne Doping überhaupt nicht mehr möglich ist. Und das ist definitiv falsch. Dann darf ich Ihnen eine Frage stellen. Sie selbst sagen, gedopt ist ein Sportler nur, wenn er erwischt wird. Betreiben Sie nicht selbst eine Art Vogel-Strauß-Politik? Fehlt nicht das Bekenntnis zum Hochleistungssport in all seinen Facetten in unserer Gesellschaft? Lügen wir uns nicht selbst an? Wieso ist Doping, warum sollte ich Doping als eine Facette des Hochleistungssports als wichtigen Bestandteil akzeptieren? Das ist ein Bruch der Regeln. Das ist gegen das Reglement, das ist sogar teilweise gegen Gesetze, das ist gegen ethische Dinge, das ist gesundheitsgefährdend. Wieso soll ich das akzeptieren als einen Teil und den anderen? Das würde ich nie akzeptieren. Im sportlichen Wettkampf
wird es immer irgendjemanden geben, der es ein bisschen mehr will zu gewinnen, klar, als der andere. Also habe ich das Problem Doping, auch schon seit der griechischen Antike, von daher kommen die ersten überlieferten Fälle, habe ich es als latente Gefahr. Ja, aber das haben wir doch in der Gesellschaft generell. Das ist doch überall. Natürlich. Das ist ja völlig egal, welches Reglement wir nehmen, ob wir den Straßenverkehr nehmen. Es ist völlig egal, überall wird es Leute geben, die sich nicht an Regeln und an Gesetze halten. Daher auch im Sport. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches. Nur diese Pauschalierung, dass daher der gesamte Sport, der gesamte Hochleistungssport automatisch in das Doping-Eck gestellt wird, das tut mir weh. Da kenne ich viel zu viele, die nicht einmal ansatzweise etwas damit zu tun haben, absolute Superleistungen erbringen und dann machen sie einen Wettkampf, stehen am Stockerl und dann kommt jemand, aber was hast du genommen? Aber ist der Unterschied zwischen eine Superleistung erbringen und Erster sein? Nein, ich spreche von den Ersten. Ich rede jetzt nicht von 5., 6., 7. oder 8. Ich rede wirklich also von den Siegern, von Olympiasiegern, Weltmeistern und so weiter. Man kann doch heute nicht behaupten, dass alle Olympiasieger Weltmeister gedopt sind. Wenn man von Ihrer Sichtweise ausgeht, wo ist denn dann noch der Reiz beim Spitzensport? Wenn ich mir als Zuseher aus Ihrer Sicht klar machen muss, dass das nicht nur eine Trainingsfrage ist, sondern auch eine Frage des guten Doping-Dealers, ob ich hier eine Chance habe oder nicht. Also es muss mal festgehalten werden, dass man den Spitzensport natürlich nicht auf Doping allein reduzieren darf. Gäbe es kein Doping im Spitzensport, hätten wir immer noch dieselben Sieger. Wenn wirklich alles gleich wäre und hätte es in den 70er, 80er Jahren kein Doping gegeben, dann hätte die DDR noch viel mehr Medaillen gewonnen, weil sie einfach am Sektor der Trainingswissenschaft um Meilen voraus waren. Mhm. Also Doping im Spitzensport bewirkt oder ist verantwortlich für die letzten 3 bis 5%, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Also es ist ein kleiner Teil und man muss sich vor Augen halten, dass der Sportler zuerst einmal die legalen 100% seiner Leistungsfähigkeit ausschöpfen muss, um wirklich dann auch der Sieger zu sein. Also ich kann mich nicht auf die faule Haut legen und sagen, da gibt es einen schönen Bluttransfer und dann bin ich Spitzenklasse, sondern muss den schmerzvollen Weg davor schon auch mitgehen. Das ist nicht möglich. Doping macht das Leben im Sport auch nicht einfacher. Doping hat ja primär die Aufgabe, die Regenerationsprozesse im Körper zu beschleunigen, um den nächsten Belastungshöhepunkt früher setzen zu können. Und dieses vermehrte Training führt dann zu einer höheren Leistung. Mhm. Bei Blutdoping und bei den Epo-Derivaten ist es ein bisschen anders, weil da wirklich durch die Zugabe durch die Erhöhung der Sauerstofftransportfähigkeit des Blutes die Leistung wirklich, wirklich ohne Training auch erhöht wird. Würden Sie denn, wenn Sie einen Sportler beraten, eine Sportlerin und sagen wir mal, weiß ich nicht, die ist Hürdenläuferin und die weiß, da ist eine im Feld, die zusätzlich dopt, die versucht noch besser zu werden damit, kann man gegen die dann gewinnen? Ja, wenn es beide gleich wollen, wenn beide einen super Trainingsplan haben, ist dann nicht eine Wettbewerbsungleichheit hergestellt automatisch? Ja, eine Ungleichheit ist definitiv hergestellt. Nur daraus den Schluss zu ziehen, man könnte gegen einen gedopten Sportler nicht gewinnen, der Schluss ist nicht zulässig. Natürlich kann man auch gegen einen gedopten gewinnen. Das hängt immer davon ab, wie die Grundvoraussetzungen überhaupt für eine bestimmte Sportart gegeben sind. Und das ist für mich eigentlich auch ein bisschen eine Schlüsselsituation. Denn ich glaube, dass relativ viele Sportler eigentlich zu Doping deswegen kommen, weil sie ihre eigenen Leistungsreserven überhaupt nie wirklich ausschöpfen und auch nicht ausschöpfen wollen, weil vielleicht der Weg etwas mühsamer ist, langwieriger ist, härter ist und dergleichen mehr. Irgendeine Substanz zu nehmen, zu spritzen oder sonst was ist einfach geschwinder, schneller und erhoffen sich dadurch also den Erfolg. Mhm. Glauben Sie das? Das ist oft so, das ist der Weg, der vermeintlich einfachere Weg ist? Es gibt keine Abkürzungen im Leben, weder im Sport noch sonst irgendwo. Und wenn man diese Abkürzung versucht zu nehmen, dann ist sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht nachhaltig. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Also ich finde, das ist ein ganz plakatives Beispiel. Mir wurde mit 27 noch verkauft, ich bin ein Talent und ich werde jetzt wieder in die Heeressport- und Nahkampfschule aufgenommen. Was für ein Wahnsinn ist denn das? Was ist mit den Nationaltrainern zu dieser Zeit? Was ist mit den führenden Sportwissenschaftlern im Lande, die das überhaupt zulassen? In einem System, wo du dann trotz relativ hohem Alters noch einmal dazu angehalten wirst, noch ein bisschen mehr zu trainieren und dann irgendwann einmal vor dieser Entscheidung stehst, die Betriebsblindheit noch dazu inkludiert. Okay, ich möchte ganz an die Spitze kommen.
Ich schaffe es aber nicht. Ich bin eigentlich ein Ackergaul. Ich möchte ein Rennpferd werden. Probieren wir es doch mit Doping. Also funktioniert Sie, aber nicht. Sie hätten sich erwartet von den Trainern damals, den Sportwissenschaftlern damals, dass die sagen, bitte, du hast nicht das Zeug dazu. Es hat einen Menschen gegeben, der mir gesagt hat, bitte such dir einen Job und geh arbeiten. Das war mein Manager Robert Wagner. Der hat erstens einmal den Mut gehabt, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Der hat gesagt, du bist zwar jeden großen Wettkampf weiß im Gesicht, du bist nicht gemacht für den Leistungssport, aber sonst niemand. Da wirst du noch gefördert in Österreich. Da muss man jetzt natürlich schon ein bisschen dazu sagen, es geht um Leichtathletik. Die Leichtathletik ist ja nicht unbedingt die Sportart, also die meisten Sportler in Österreich hat. Das heißt, auch der Leichtathletikverband ist natürlich interessiert, eine gewisse Anzahl von Sportlern für bestimmte Kader, für bestimmte Ereignisse und so weiter zu haben. Jetzt weiß ich nicht, wie genau die Situation, ich glaube Mittelstrecken war das, nicht? 800-1500 Meter. Wie die Situation damals war, wie viel es da gegeben hat an Konkurrenten und so weiter, habe ich nicht die geringste Ahnung. Nur wenn das der Fall ist, wenn es da zum Beispiel niemand gibt, und das können Sie am besten beantworten, ob es da großartige Konkurrenz gegeben hat, damals ja oder nein, dann ist der Leichtathletikverband natürlich auch bemüht, zumindest wenigstens die zwar nicht absolute Spitze sind, aber wenigstens mitlaufen können zu halten. Ich glaube, sie waren ja sogar bei einer Hallen-Europameisterschaft dabei, wo der Verband die Limits gewaltig hinuntergesetzt hat, nur damit man, das war die Heim-Europameisterschaft, damit man also da wenigstens also Leute an den Start bringt. Also da gibt es schon auch Überlegungen, die ganz andere Richtung kommen, nicht unbedingt die Frage ist jetzt nur, der Herr Martin hat es schon angesprochen, Sie haben im Laufe Ihres Daseins als Sportmanager und dann eben auch als jemand, der Drogen weitergegeben hat, der Dopingmittel weitergegeben hat, Dopingmittel, Achtung, großer Unterschied, in vielen Punkten, haben Sie auch die Tricks kennengelernt, mit denen man Drogen, Dopingfahnder umgehen kann, mit denen man es schaffen kann, dass Athleten eben nicht erwischt oder überführt werden. Ist das nicht ein aussichtsloser Kampf, den man als Dopingfahnder hier führt? Es gibt immer wieder neue Derivate von diesen Mitteln. Es gibt immer wieder neue Gegenmittel, die dafür sorgen, dass man schneller clean wirkt, auch bei den Tests. Muss man da nicht doch bis zu einem gewissen Grad akzeptieren, dass das Doping ein Teil des Spitzensportes ist? Das Doping ein Teil des Spitzensports ist, habe ich ja nicht in Abrede gestellt. Was mich nur stört, ist also die generelle Pauschalierung, Spitzensport ist gleich Dopingsport. Das stört mich so sehr. Sie haben also vollkommen recht, die Methoden, die heute angewandt werden, das sind überwiegend Mikromethoden, die, muss ich wirklich sagen, kaum mehr nachweisbar sind, das muss man offen und ehrlich zugestehen. Oder wenn, dann nur in einem ganz kurzen Zeitsegment, wo man meistens auf den Sportler nicht einmal zugreifen kann. Das sind alles bekannte Dinge. Ich war erst im November bei einem Seminar in Colorado Springs, wo das Thema wirklich ausführlichst diskutiert wurde und eigentlich aufgezeigt wurde, wie schwierig es ist, heute jemandem Doping nachzuweisen. Nur daraus jetzt den Schluss zu ziehen, dann gehen wir Doping frei oder lassen wir das alles und das sollte man auch nicht tun. Ich bin nicht für eine Freigabe. Aber man muss so ehrlich sein, dass beide Extrempunkte, sowohl die völlige Freigabe als auch ein völlig cleaner Sport, völlig unrealistisch sind. Und darum fehlt mir die Bekenntnis zum Leistungssport und auch wie die ganze Dopingindustrie funktioniert, wie viel Steuergelder, wie viel öffentliche Gelder da Jahr für Jahr verschwendet werden. Natürlich, das ist ein Riesenapparat, gibt es kein Interesse mehr, dass man den jetzt wieder verkleinert oder Sachen wirklich grundlegend reformiert. Aber es gäbe schon Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, na, da machen wir uns jetzt ein bisschen einfacher. Also und auch für den Sportler vielleicht gesünder, weil eines muss auch gesagt werden, Hochleistungssport per se ist nicht gesund. Das hat auch niemand behauptet. Das gilt aber jetzt genauso gut für andere Lebensbereiche. Natürlich. Für mich ist Hochleistungssport ein Beruf, ein harter Beruf. Und genauso gibt es andere Berufe, wo man also genauso schädigende Dinge erwarten kann. Treten an Sie nie Schützlinge heran, Menschen, die Sie betreuen, beraten und sagen, bitte gib mir was? Nein. Also ist Ihnen das noch nie passiert, wirklich? Nein, also das würde sich auch keiner trauen, weil ich ganz genau weiß, wie meine Antwort lautet. Also das ist, nein, das macht nicht. Ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren. Vielen lieben Dank fürs Diskutieren. Ich hoffe, meine lieben Damen und Herren, Sie konnten was mitnehmen, können die uns noch verbleibenden Skirennen und Co. genießen. Vielleicht mit ein bisschen einem anderen Bild auch davor im Kopf. Ich hoffe, wir sehen einander morgen wieder ab 19.15 Uhr und wünsche einen schönen guten Abend mit den wilden 70ern.